Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Damakash. Wir spielen heute weiter TSW und haben letztes Mal dabei gestoppt, dass wir den Auftrag bekommen haben von Kirsten, dass wir nach Solomon Island gehen sollen, um uns dort näher umzugucken. Und das machen wir jetzt auch. Kingsmoss ist da auch das erste Questgebiet, was man hat. Und da kommen die Fraktionen dann auch tatsächlich alle zusammen. Man kann eigentlich von Anfang an mit dem Questen, mit den anderen Fraktionen zusammen beginnen und da loslegen. Und dann wollen wir doch mal schauen, was uns da jetzt erwarten wird in dem wunderschönen Solomon Island. Der Ladebalken ist wieder sehr ätzend. Er ist total fürchterlich. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ich hatte schon überlegt, ob ich die rausschneide. Aber wir haben es ja geschafft. Da sind wir also. Sammeln hier gleich wieder die Lore ein. Hier übrigens, das, was man hier sieht, die sollte man überall entdecken, wo man sie finden kann. Das sind die Retzpunkte, falls einem die Gegner zu hart zusetzen. Jetzt schauen wir mal weiter. Keine Sorge, Mann. Sie sind nicht in der Vergangenheit. Ich bin nur ganz zufällig der letzte Cowboy. Sogar mit echter Südstaatenbegrüßung. Mesquite-Bohnen nach Texas-Art. Mit vollem Bauch kämpft das Gute besser. Ich bin Boone. Ich bin ein Problemlöser. Wir beide müssen ein Powwow abhalten, bevor sie hier Probleme lösen. Die Illuminaten waren vielleicht mächtig auf Solomon Island. Aber sie haben das aufgegeben für Reichtum und für das Laster. Klar kann man verschiedene Ziele verfolgen, aber gegen die Finsternis muss man zusammenhalten. Das ist nicht mein erstes Rodeo. Und ich weiß, dass wir so viel Einigkeit brauchen wie möglich. Ich sag nicht, dass es hier die Hölle ist. Aber bei Westwind kann man den Schwefel schon beinahe riechen. Wir wissen nur, dass Tod und Nebel vom Meer heraufzogen oder dass sie jemand mitgebracht hat. Wäre ich ein Spieler, würde ich Geld darauf wetten, dass dieser jemand noch da ist. In Kingsmouth haben sich ein paar Überlebende verkrochen. Folgen Sie einfach der Hauptstraße und dem Klang von Schüssen. Dann kommen Sie zum Sheriff. Also, egal warum Sie hergekommen sind, finden Sie raus, wofür die Leute gestorben sind. Und nehmen Sie Rache. Rache nehmen klingt gut. Jetzt hat der Jackbone neben seinem Chili Tex-Mex-Eintopf noch eine Quest für uns, die wir auch annehmen werden. Für eine Handvoll Zombies. Jackbone hat ein Zombie-Problem. Er erschießt sie, aber sie kommen immer wieder. Wenn man mehr über die Zombies und ihre Funktionsweise wüsste, käme man der Lösung des Problems wahrscheinlich ein gutes Stück näher. Stufe 1. Jacks Lager ist buchstäblich von Zombies umzingelt. Helfen Sie ihm, ihre Zahlen niedrig zu halten. Die nehmen wir doch mal an. Dieser Wald lebt. Da jucken mir aus zwei Gründen die Finger. Erstens. Zweitens, rausfinden, wie man sie unten hält. Ist nicht richtig, dass die Toten rumwandern. Sie verdienen ihr Grab wie jeder andere auch. Egal, ich muss hier Wache halten und Sie haben zu tun. Aber Sie könnten unterwegs ein bisschen aufräumen. Finden Sie raus, wie Sie ticken und wie man dieses Ticken stoppt. Dann spendiere ich Ihnen ein Bier im Apokalypse. Und jetzt los in den Sattel. Das Ende der Welt wartet auf niemanden. Also, jetzt haben wir sechs Zombies in der Umgebung von Jacks Lager töten.
gucken wir uns doch mal ein bisschen um und schauen mal. Da haben wir schon die ersten. Die Mobs hier sind jetzt noch neutral, das heißt, die werden uns erst angreifen, wenn wir angreifen. Und los geht's. Zack, zack. Sportlich, sportlich. Das war schon Nummer 3. Und da steht gleich die nächste Horde. Die schnappen wir uns auch gleich. Und herkommen. Es wurde mir bei YouTube schon geschrieben, dass ich in den Kämpfen immer zu ruhig bin. Das ist tatsächlich so, weil ich mich da sehr konzentriere und ich muss einmal die Tooltips auch ausschalten über den Skills, weil die nerven mich etwas. Die machen wir doch mal aus. Das muss man irgendwie bei jedem Char jedes Mal selber wieder von vorne einstellen. So. Die stören mich ein bisschen. Jetzt haben wir hier wieder unseren roten Pfeil. Man sieht es hier sehr schön. Man hat hier die Hauptquest. Da kann man sich den Pfeil anzeigen lassen. Oder man kann sich von der Nebenquest, wo wir gerade bei sind, und die behalten wir auch, auf Autos springen und dem Alarm auszulösen. Na, dann laufen wir mal. Das hat die junge Dame hier scheint es auch gerade gemacht. Da ist noch eine Lore einzusammeln. Auch das machen wir. Dann wollen wir doch mal sehen. Aua. Wir haben Glück gehabt, dass die andere Spielerin hier Feuer gerade gelegt hat. Dann sind uns die Zombies natürlich ein bisschen verkokelt. Haben wir gut gemacht. Jetzt brauchen wir aber noch mehr Zombies. Sie hat unsere kaputt gemacht. Oh nein! Matthias, wie ist es? Eigentlich ist es günstig gelöst. Normalerweise ist es, wenn da größere Mobs sind und man macht einen Schlag drauf, dann zählt es immer für alle. Hier scheint das noch nicht ganz zu funktionieren, aber ja gut. Nicht so wild. Oh, wir haben ein Achievement. 10 Zombies haben wir schon getötet. Das ging ja schneller wie gedacht. Jawohl. 2 noch. Schlagen uns doch ganz gut. Jetzt hat sie den Benzinkanister benutzt. Das ist unser nächster Quest-Step. Benzinkanister anzünden und Zombies ins Feuer locken. Aber da vorne steht noch einer, den nehmen wir dann einfach mal. So. Und Benzinkanister entzündet sich in 2. Und los geht's. Jetzt müssen wir die nur herholen auch. Zackig. Und durchs Feuer. Renn, 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 renn. Bebt. So eine Grütze. Irgendwas Großes ist hier anscheinend. Die Erde hat doch ziemlich gewackelt. Na gut, wir machen erstmal hier weiter. Uns fehlen noch 3 Zombies. Ach scheiße, der Benzinkanister brennt nicht mehr. Nehmen wir... Ah, da ist er wieder. Okay. Nehmen wir denselben nochmal. Und die nächsten holen. Zackig, zackig. Kaputt machen hier. Brennenden Viecher. Wenn man jetzt guckt, da sind so 3 Punkte neben dem Mob. Diese Mobs haben, das ist dann immer tatsächlich eine Bezeichnung. 3 Punkte bedeuten, die bringen auf alle Fälle immer ein paar Kumpels mit. Die kann man nicht einzeln pullen. Und hier ist auch eine Quest, die nehmen wir auch gleich mit. Polizistenleiche. Kugeln für Andy. Ein Zettel in der Hand des toten Polizisten enthält die Anweisung, mehr Munition zu beschaffen und damit so schnell wie möglich zum Büro des Sheriffs zurückzukehren. Dieser Polizist kann offensichtlich nicht mehr zurückkehren, aber die Munition wird immer noch dringend gebraucht.
Stufe 1. Auf dem Zettel steht, spielen Sie nicht den Helden. Holen Sie einfach so viel Munition wie möglich und kommen Sie damit sofort zurück. Unser Leben hängt davon ab. Unterschrift Deputy Andy. Das Büro des Sheriffs in der Stadt ist offensichtlich in einer Notlage. Sie sollten die Munition auf dem Weg mitnehmen und Deputy Andy finden. Annehmen. Die Munition ist hier oben auf dem Auto. Nehmen wir mit. Einsammeln nicht vergessen. Jetzt machen wir uns aber unsere andere Quest wieder an, die wir angefangen hatten, und sehen hier, wir sollen eine halb gefressene Leiche noch untersuchen. Na, die sind doch hier eh alle scheintot. Was sollen wir da noch untersuchen? Da liegt einer. Jetzt müssen wir erstmal hier die frischen Zombies wieder kaputt machen. Ja, gibt's frische Zombies? Die sind auch nicht so lange Zombie oder so, man weiß es nicht genau. Oder waren tiefgekühlt. Auf alle Fälle scheinen die noch ganz frisch zu sein. Und 25 Zombies schon. Ach du liebes bisschen. So, dann benutzen wir doch mal die Leiche hier. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Scheiße. Man sieht hier diese Bodeneffekte. In diesen Kreisen sollte man keinesfalls irgendwann jemals irgendwie stehen bleiben. Einfach, weil die anzeigen, wenn da ein AOE oder manchmal ist es auch ein Dash oder je nachdem, was für ein Mob das ist. Und fertig. Und je nachdem, was für ein Mob das ist, sollte man da nicht drin stehen bleiben. Jetzt, so am Anfang von den Spielen, Knoten in der Zunge. Am Anfang ist das alles noch nicht so dramatisch. Schlimmer ist es nachher tatsächlich, wenn man im Endcontent unterwegs ist und in Dungeons spielt. Dann, leider Gottes, ist man da One-Hit-Wonder, ne? Und also das muss man sich gleich am besten von Anfang an angewöhnen, nicht in irgendwelchen Bodeneffekten oder sonst irgendwas stehen bleiben. Wenn es hier jetzt ein bisschen ruckelt, kümmert euch da nicht drum. Das ist tatsächlich in dem Sheriff-Büro passiert mir das immer wieder. Und ich will jetzt nicht nur hierfür die Grafikeinstellungen so runterschrauben. So, jetzt haben wir die Quest abgeschlossen und wir bekommen hier einen Bericht-Senden-Button. Man muss nicht zum Questgeber zurückgehen, um irgendwelche Quests abzuschließen. Das kann man komfortabel von überall machen. Und bekommen über das Telefon, was wir in der Waffenkammer gekriegt haben, bekommen wir Nachrichten. Und diese Nachrichten sind meistens von Kirsten. Und sie schreibt, gut gemacht. Ihre Funde passen zu dem, was wir über die reanimierten Toten wissen. Sie sind echt nervig, aber es sollte Ihnen keine Probleme bereiten, sie taktisch auszutricksen. Wir kennen zwei Typen. Erst kürzlich Verstorbene sind schneller als die schon länger Begrabenen. Aber dafür gibt es von den Letzteren viel mehr. Die große Art, der Leichenfresser, ist eine Anomalie, die wir noch nie gesehen haben. Entweder war das der Kapitän des Footballteams oder wir haben es mit einer Mutation zu tun. Ciao, ciao! Und hier können wir uns die Questbelohnung aussuchen und wir werden uns jetzt hier die zweite Waffe nehmen. Wir haben jetzt ja schon einen Chaos-Fokus. Den haben wir ja noch aus der Waffenkammer. Wir nehmen ein Schwert dazu. Einfach weil Schwert Chaos zum Questen tatsächlich total viel Spaß macht. Also das ist sehr angenehm. So, da haben wir sie. Und man sieht, ich kann sie jetzt noch nicht ausrüsten. Diese Klinge erfordert Klinge Fähigkeit 1. Und jetzt kommen wir zu einem etwas theoretischen Teil des Spiels. Das Skillen. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, hier sieht man die ganzen Waffen und die Fertigkeitenpunkte, die man hat, stehen hier. 40 kann man höchstens ansammeln, also besser vorher ausgeben. Es werden nicht mehr, die verfallen sonst. Und jetzt können wir diese in jede Waffe, worauf wir Lust haben, können wir die reinstecken. Wir brauchen jetzt die Fertigkeit der Klinge. Da machen wir hier auf. Und dann haben wir die Möglichkeit, in Schaden oder in Überlebenschancepunkte zu skillen. Es ist egal, in was man skillt. Es reicht, einen Punkt tatsächlich reinzusetzen, um die Waffe überhaupt ausrüsten zu können. Wir nehmen jetzt hier die Klinge mal. Wir gehen auf Schaden. Überleben wäre nachher, wenn wir in den Tankbereich gehen möchten. Das brauchen wir aber jetzt noch nicht. Und wir nehmen auch gleich unseren Chaos-Fokus. Den machen wir auch mit Schaden. Dann haben wir das beides auf 1. Und auch die Talismane werden dann hier letzten Endes aufgewertet. Und dann kann man welche mit einem höheren Quest, mit einer höheren Queststufe tragen. Das sind die Waffen an sich. Und dann haben wir das Kräfterad. Das sieht am Anfang vielleicht etwas kompliziert aus, ist es aber eigentlich nicht. Braucht man sich nicht verrückt machen. Wir haben, hier ist es auch wieder aufgeteilt in Nahkampf und Magie.
Und Fernkampf, hier stehen die verschiedenen Waffen bei. Wichtig zu wissen ist, dass man den inneren Kreis freischalten muss, damit man an den äußeren Kreis für die äußeren Skills überhaupt rankommt. Es reicht am Anfang tatsächlich auch, den inneren Kreis einfach mal komplett zu skillen und da Punkte reinzustecken und einfach mal zu gucken, welche Waffen machen mir eigentlich am meisten Bock. Wir möchten jetzt in die Klingen was reinstecken, weil da haben wir noch keine Skills. Und das wäre ein bisschen ärgerlich, wenn wir jetzt ein schönes Schwert haben und wir könnten das nicht benutzen. Und da muss man dann von oben nach unten komplett durchskillen. Das erste kostet jetzt einen Punkt, das kaufen wir. Und das ist auch schon gleich automatisch dann ausgerüstet, tatsächlich einfach, weil noch Platz ist. Wir nehmen dann das zweite. Was haben wir hier denn noch Schönes? Jedes Mal, wir nehmen hier das Passive dazu. Diese lila hinterlegten sind passive Skills. Das sieht man hier. Die kommen in den Ausrüstungsslot für passiv. Da muss man gucken. Es bilden sich ganz schöne Synergien nachher. Da komme ich aber später dann zu, wenn wir einfach ein bisschen weiter sind. Das ist jetzt am Anfang vielleicht etwas too much information. Dieser unsterbliche Geist wird bei jedem Durchdringungstreffer, den wir machen, bekommen wir einen Hot gesetzt, der uns jetzt momentan um 12 heilt. Und zwar 5 Sekunden lang. Das ist zum Questen ganz nett und das nehmen wir auch. Bekommen das ausgerüstet. Jetzt haben wir immer noch 6 Punkte zu verteilen. Jetzt gucken wir mal. Das ist ein Rauschangriff. Den nehmen wir mit. Nee, das baut auf. Ich brauche noch ein. Oh, nee, nee, nee. Oh, wir nehmen das Filigrane mit. Da haben wir eine höhere Durchdringenschance. Also, dass wir damit durchdringen, haben wir eine 10%ige Chance. Höher und dadurch, dass wir bei den Durchdringentreffern geheilt werden, bietet sich das natürlich an, das erstmal mitzunehmen. Und dann brauchen wir noch einen Verbraucher und dann nehmen wir hier die ausbalancierte Klinge. Jetzt sind wir da sowieso schon, das nehmen wir mit. Und haben dann, wie viele Punkte haben wir noch? Noch 8? Ne, wir haben keine mehr. Okay, gut, dann haben wir die Punkte ausgegeben. Ich klicke mal hier die Sachen noch weg, die Lores und Entdeckungsachievements und die Hilfe. Und hier habe ich, ihr seht es, ich kann verschiedene Sachen claimen, weil ich LTA habe und da hat man einfach verschiedene Sachen, die man beanspruchen kann. Ich beanspruche jetzt mal erstmal nur den Hund, weil dieser Hund sich tatsächlich am Anfang noch lohnt, denn der gibt mir einen Buff. Da werde ich mit gebufft mit dem Hund. Und der Buff bewirkt, muss ich mal gucken, ruft loyaler Hund herbei, erhöht jeden verursachten Schaden um 5% und wenn sie getroffen werden, besteht eine 10% Chance, einen Buff zu erhalten, der 10 Sekunden lang den nächsten Angriff blockt. Also das ist ganz schön auf jeden Fall. Wir gehen jetzt hier weiter und sollen Deputy Andy finden, der ist oben auf dem Polizeirevier. Das können wir wieder zumachen. Ach nee, wir können ja hier unser Schwert noch ausrüsten, ne? Sonst können wir das gar nicht nutzen. So. Dann schauen wir mal, hier haben wir Andy, der die Munition wollte. Sie haben mich total erschreckt. Dabei dachte Die ich, dass man so Munition schnell in nicht die mehr erschrecken kann. Munitionskiste legen. Auch das machen wir. Und ihr seht, jetzt kommt hier wieder Bericht senden und wir können das Ganze wieder losschicken. Für die kleinen Quests gibt es immer nur, das sind, also ein bisschen Geld gibt es, das ist hier Pax. Und Zechinen gibt es, die kann man eintauschen gegen verschiedene Sachen. Und wir bekommen als Antwort, Ihr Einsatzbericht ist eingetroffen und wird derzeit analysiert und ausgewertet. Danke für Ihre Mitwirkung. Wir werden Sie kontaktieren, falls weitere Informationen benötigt werden. Eine Belohnung und ein Bonus wurde Ihrem Konto gutgeschrieben. Sehr schön, das nehmen wir mit. Jetzt müssen wir noch runter zum Büro des Sheriffs nach Kingsmith gehen, um die Quest auch abzuschließen. Das ist unsere Hauptstoryline hier, Dämmerung einer endlosen Nacht. Und da sind wir schon im Sheriffbüro. Was sehen meine entzündeten Augen? Ich frage mich wirklich, wo Sie alle herkommen. Aber wer es lebend bis hierhin schafft, kriegt von mir Amnestie. Also, falls Sie früher mal ein paar Probleme mit der Polizei hatten, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, damit aufzuhören. Abgemacht? Okay. Ich bin Sheriff Bannerman. Und dieser hübsche kleine Notstand ist der letzte Rest meines Reviers. Erst haben wir versucht, möglichst viel von der Stadt zu retten. Mehr aus Nostalgie als wegen eines Verteidigungsplans. Wissen Sie, Kingsmith war nicht gerade ein Stück vom Paradies, aber es war unser. Jetzt nicht mehr. Irgendwas war schon immer unter dieser Stadt.
Vielleicht ist das jetzt hochgekommen. Wenn es so ist, könnte ich nicht behaupten, dass wir es nicht verdient haben. Aber der Nebel und die Dinger darin waren nicht wählerisch, als sie kamen. Die meisten hatten keine Chance. Okay, ich sehe, sie sind bewaffnet, aber das lasse ich jetzt mal durchgehen. Denn das müssen sie auch sein. Das heißt jetzt aber nicht, dass sie ein Deputy sind oder so. Wenn das Recht auf Waffentragen je angebracht war, dann jetzt und hier. Henry hat das Wort Gottes, diese Roger ihre Kristallkugel und Norma hat eine 12er Schrotflinte. Ich wette auf Norma. So, jetzt haben wir die ersten Informationen bekommen, was hier in diesem Ort vor sich geht. Ein Nebel und aus diesem Nebel kamen anscheinend haufenweise Untote. Und da geht dann auch die Quest weiter. In Kingsmoor sollen wir weitere Überlebende finden, um mehr über den Nebel zu erfahren. Und auf der Suche nach diesen Überlebenden machen wir uns dann im nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao!